In unseren maßgefertigten Kisten hier haben wir Sachen verpackt, die nach Übersee gehen. Zum Beispiel nach Thailand, nach USA, Russland. Was haben wir hier noch dabei? China. Das sind alles Sachen drin, die in der Schweiz hergestellt wurden. Irgendwelche Hochpräzisionsmaschinen zum Beispiel. Und die verpacken wir hier und versenden die von hier aus in die ganze Welt. Spannend. Dann lass uns doch gleich näher ins Thema Wegmüller und Apple Tree einsteigen. Grandios. Wo sind wir denn hier gelandet? Auf den Kisten. Wir sind auf den Kisten von Wegmüller in Attikon, einer unserer Kunden. Sicher, schnell, umfassend. Sitzen wir auf den Kisten, die weltweit von hier aus der Schweiz rund um den Globus reisen und darin Güter eben sicher, schnell und umfassend verpackt werden. Ich freue mich, in diesem Optimizer Talk der Marc, der Inhaber und Geschäftsleiter, begrüßen zu dürfen. Schön bist du hier, Marc. Hallo Bruno, vielen Dank. Wir sitzen hier auf einer typischen Kiste, die ihr maßgeschneidert produziert habt. Unsere Zusammenarbeit hat vor über 6 Jahren begonnen. Eine längere Zeit doch schon bis jetzt. Und wenn du zurückblickst, was war so der erste Moment, wo du gemerkt hast, dieser Weg mit Apple Tree, der ganze Prozess, so, der hat sich gelohnt? Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, das war jetzt sehr wertvoll? Den gab es tatsächlich, ja. Also nicht in dem Sinn einen Moment, aber es gab so ein Gefühl, das sich eingestellt hat. Und das war ziemlich physisch sogar. Ich habe gemerkt, dass weniger Leute an meine Bürotür klopfen mit irgendwelchen doofen Fragen. Weil die haben sich irgendwann, ich ging ja wieder tibetische Mönch mit der Gebetsmühle voraus, sicher, schnell, umfassend, und irgendwann hat sich das in den Köpfen niedergeschlagen, sodass die Leute sich die Antworten vielfach selber geben können. Ist es sicher, schnell, umfassend? Ja, dann ist es gut. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht gut. Und das entlastet mich im Alltag, das haltet mich frei von irgendwelchem Blödsinn. Das heißt, du entscheidest, nicht nur deine Mitarbeiter können jetzt schneller entscheiden, und zwar nicht einfach entscheiden, sondern die bessere Entscheidung, wo zur Philosophie des Unternehmens, zur Strategie passt, auch du selber. Oder wenn du mit deinem Projekt, mit deiner Idee konfrontiert wirst, dann kannst du jetzt heute auch schneller Ja oder Nein sagen. Stimmt das so? Das ist richtig, ja, das ist sehr richtig. Die Gefahr besteht, dass man sich irgendwo verzettelt, gerade wenn man zum Beispiel was kommunizieren möchte, was schreiben wir in einen neuen Prospekt rein. Und seit wir sicher, schnell, umfassend heruntergebrochen haben auf das Wesentliche, wissen wir genau, was wir senden müssen, was unsere Kunden schätzen und wie wir sie begeistern können. Und diese Message muss in einen Prospekt, muss in eine Mitteilung an die Mitarbeiter, muss überall rein. Das ist unsere Essenz. Diese Essenz haben wir ja nicht so erfunden oder kreativ erarbeitet, sondern das haben wir in einem Prozess entwickelt, gemeinsam mit dem Führungsteam, aber auch mit den Mitarbeitenden entwickelt. Wie schnell ging das in die Köpfe rein? Du hast ja gesagt, gebetsmühlenartig gingst du mit den Werten umher. Wie lange dauert es, bis so die meisten Mitarbeiter sich damit identifizieren konnten? Unterschiedlich lang, aber grundsätzlich lang. Mhm. Wir sind jetzt 6 Jahre dran und ich wiederhole das immer noch. Immer noch in jeder Mitteilung an die Mitarbeitenden sicher, schnell, umfassend. Ich mache immer Beispiele dazu. Ich spreche auch Lob aus, wenn ich sage, hey, das war jetzt wirklich mal wieder sicher, schnell, umfassend. Aber die meisten haben das mittlerweile so verinnerlicht, dass mir manchmal auch ein Strick draus gedreht wird. Also die meisten können es schon nicht mehr hören. Mhm. Aber das zeigt mir auch, dass es irgendwo verankert ist. Es gibt auch Leute, die kehren das ins Gegenteil um oder sagen mir, wenn ich was mache, hey, das ist jetzt aber nicht sicher, schnell, umfassend. Sage ich, ah, sehr gut, so muss das sein. Also deine Mitarbeiter kontrollieren dich auch über die Werte. Und das ist eine wunderbare Rückmeldung. Sehr schön. Wir haben das dann auch in den ganzen Prozess eingeflossen, dass auch in den Sales, in die Akquisition, im Verkauf mit den Kunden, das Versprechen, aber auch die Werte. Was war so das Wichtigste im ganzen Verkauf, wo du sagst, das hat dir da besonders geholfen, wo du heute schneller bist und effizienter? Wir haben uns überlegt, unsere Werte sicher, schnell, umfassend, wie können wir zum Beispiel Geschwindigkeit, das schnell einpflegen im Verkaufsprozess? Und wir haben gesagt, schnell, wo der Kunde das wahrnimmt, ist zum Beispiel bei der Offertzeit. Also der Punkt, wenn er anfragt, bis zu dem Punkt, wenn er das Angebot auf dem Rechner hat oder physisch auf dem Tisch hat. Das ist sehr entscheidend
um den Kunden zu begeistern. Und da haben wir uns ein Ziel gesetzt, haben gesagt, maximal 24 Stunden von Anfrage bis Angebot. Okay. Und diese Geschwindigkeit, die klar lässt sich messen, 24 Stunden, wir messen die jede Woche, fragen wir im Team, hey, gibt es irgendwo, stehen wir irgendwo an, kriegen wir eine Offerte nicht raus und wenn, dann müssen wir irgendwas unternehmen, dass das funktioniert. Und da ist die Rückmeldung sehr gut von den Kunden, die sagen oft, oh, schon da, fantastisch. Und dann haben wir schon den ersten fantastischen Eindruck. Ist aber auch nicht einfach, ein kleines Angebot, das sich nicht lohnt im ersten Moment, innerhalb 24 Stunden rauszuhauen. Wie machen das die Verkäufer? Stehen die, kapieren die das, geben die da Power oder gibt es da Schwierigkeiten? Da gibt es natürlich schon manchmal auch Schwierigkeiten. Es gibt, vielleicht gibt es mal eine Ausrede, vielleicht sind wir von einem Unterlieferanten abhängig, der nicht so schnell ist wie wir und das ist jeweils schon sehr ärgerlich. Aber die positive Feedbackschlaufe, die funktioniert. Also wenn der Kunde sagt, oh, schon da, ja, sensationell. Das verankert sich positiv bei den Verkäufern. Die merken dann, ah, das bringt was, wenn ihr das schnell macht. Und das finde ich fantastisch. Sehr cool, super. Und es wird auch gemessen, kontrolliert und daraus dann optimiert, wenn die 24 Stunden nicht eingehalten werden. Ist ja auch wichtiger. Genau. Wir messen das wöchentlich in unseren Shopfloor-Meetings. Messen wir das 24 Stunden und wenn einer sagt, hey, ich komme jetzt wirklich nicht mehr nach, dann gucken wir, dass wir da Ressourcen aufbauen können, dass wir was optimieren können oder irgendjemand helfen geht, damit das rausgeht. Super, gratuliere. Alles gut umgesetzt bis jetzt? Wundervoll. Wir sind noch immer in den Kinderschuhen, es gibt noch wahnsinnig viel Potenzial, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Erstens mit sicher, schnell und fassend, dass die Begriffe passen und zweitens, dass das auch die Philosophie ist, die wir weiterverfolgen wollen. Toll. In einem der Verkaufsworkshops, die wir zusammen gemacht haben, gab es ja dann das Gesetz der Reziprozität, das schwierige Wort, was Sie da erklärt haben und dann auch geschult. Und das wendet ihr jetzt sehr, sehr streng und immer wieder an. Kannst du ein Beispiel dazu geben, wie ihr im Verkauf damit umgeht? Haben wir versucht, ein bisschen einfließen zu lassen. Und da gibt es auch wieder diese positive Feedback-Schlaufe, die das verstärkt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir haben ja die unheimlich fantastische Voraussetzung, dass wir ein physisches Produkt herstellen. Das kann man begreifen. Genau. Und wenn beim Kunden eine Diskussion ist, ja, wie könnten wir das machen, dann kommen wir jetzt relativ schnell zum Punkt, wo wir sagen, lasst uns das mal probieren. Wir machen einfach mal ein Muster, das geht auf uns. Wir probieren das, stellen euch das hin, wir verpacken das mal mit euch und gucken, wie das geht. Und das machen wir von uns aus als Vorleistung. Und da haben wir gemerkt, das begeistert die Kunden. Die sagen, hey, das ist ja ein total unkomplizierter Partner, der macht sofort was und dann kommt es auch noch gut raus. Mhm. Und da ist man schon, die Startposition ist nachher ganz an einem anderen Ort. Das heißt, der Wert schnell verpflichtet innerhalb 24 Stunden ein Angebot. Erstes Aha-Momenterlebnis für den Kunden und dann überrascht ihr ihn auch noch, weil ihr in Vorleistung geht und ihm schon mal zeigt, wie die Kiste aussehen könnte, wie das gemacht wird. Zweiter Aha-Moment und dann ist halt die Chance größer, dass er auch den Auftrag Wegmüller gibt und nicht jemand anderem. Ganz genau, ja. Und das ist das, was wir können. Wir machen nichts anderes als das, diese Karten zu spielen, die wir im Ärmel haben, diese Asse im Ärmel. Und ja, von dem her passt das zusammen. Ich möchte noch den Sprung auf LinkedIn machen. Bis vor ein paar wenigen Monaten warst du sicher so der Klassiker wie über 90% aller KMU-Unternehmer. Grau in Grau. Genau, Grau in Grau. Das heißt, du hattest ein LinkedIn-Profil mit deiner Bezeichnung, dein Name. Ich glaube, ein Profilbild hattest du, aber die meisten haben ja nicht mal ein Profilbild, weil sie denken, dass ist nur Zeitverschwendung da, kann ich nichts daraus gewinnen. Wir haben euch dann auch begleitet auf dem Weg. Und wann gab es dort einen Moment, wo du sagtest, LinkedIn kann sich möglicherweise lohnen, da müssen wir weitermachen? Da gab es auch verschiedene Momente. Ein Moment war, es hat sich ein Kontakt hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ja, sie entwickeln Maschinen, Geräte und so weiter, ob wir interessiert wären, unverbindliches Kennenlernen. Ich habe einfach mal zugesagt und gesagt, ja, schön, wenn jemand zu uns nach Attikon kommt. Und wir haben uns unterhalten und haben gemerkt, dass er von uns profitieren könnte, indem wir ihnen eine Schulung anbieten
wo Sie das Einmaleins der Verpackungen kennenlernen, also die häufigsten Verpackungsfehler, wie vermeide ich die schon als Ingenieur. Super. Und das ist doch fantastisch, man hat einfach mal gesprochen, der Kontakt wäre wahrscheinlich nicht zustande gekommen ohne LinkedIn. Ja. Aber auf LinkedIn ist die Hemmschwelle so klein, so tief, um einfach mal jemanden anzufragen, hey, sollen wir mal prüfen, ob wir zusammenpassen. Mhm. Und das finde ich cool, dass es genutzt wird. Toll, und es gab ja auch schon Termine dank LinkedIn, wo du Personen kennengelernt hast, wo du so noch nicht kanntest. Und aus Terminen gibt es Angebote, aus Angeboten nicht immer, aber gibt es Aufträge. Kann passieren, genau. Genau. Somit würdest du sagen, okay, jetzt geht es erst recht los. LinkedIn werden wir auch in Zukunft einsetzen. Stimmt das so? Oder vielleicht noch vermehrt Power reingeben? Wir haben LinkedIn kennengelernt als Plattform, wo man sich wirklich businessmäßig profilieren kann. Wir haben ja ein Produkt, das sieht seit 100 Jahren gleich aus, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und das ist ganz schwierig, um sich innovativ zu präsentieren oder ein bisschen zu zeigen, was man kann. Und auf LinkedIn kann man mit ganz kleinen Botschaften einen sehr guten Eindruck rüberbringen, den wir möchten oder der uns auch entspricht. Und das sehen viele Leute und wir kriegen Rückmeldungen. Wir haben schon 3 Personen jetzt, die mir das mündlich gesagt haben, ihr seid eine wahnsinnig innovative Bude. Und das ist doch fantastisch. Ja. Und so innovativ ist es ja nicht, wenn man LinkedIn einigermaßen gut einsetzt. Aber der Vorteil ist halt, weil es praktisch niemand richtig kann und tut, auch nicht daran glauben tut. Wenn man es dann recht gut macht oder sehr gut, wie ihr jetzt auf dem Weg seid, dann gilt man schon in der Wahrnehmung als innovativ. Ist doch hervorragend. Das ist genau. Man muss sagen, es ist ein Aufwand, aber ich glaube, der Aufwand, der lohnt sich auch. Und kann man ja auch clever einsetzen. Bei euch macht das ja jemand aus dem Marketing, der die Grundarbeit macht, die Posts genau, vorbereitet, ja. Auch kommentiert. Und wenn es dann zu einem heißen Lead wird, übergibt die Person dir den Ball und sagt, Marc, da gibt es eine spannende genau. Person, kontaktiere, gib eine Antwort. Ja? Unsere Marketingfachfrau macht das und da bin ich sehr froh darüber, dass sie das macht. Und pflegt das und kriegt wöchentlich irgendeinen Einfall, was wir da berichten könnten, was den Kunden oder den Lesern oder Zuschauern auch wirklich was bringt. Mhm. Super, danke vielmals für die spannenden Botschaften von dir. Hier auf der, auf der Kiste deines tollen Unternehmens, hast du noch irgendeine Botschaft nach außen an die Unternehmer, die du jetzt erreichen möchtest? Ich kann wirklich nur jedem empfehlen oder jeder, empfehlen, diese Grundwerte zu erarbeiten, dass man weiß, wer man ist, was man kann, was man wirklich gut kann, dann ist es um einiges einfacher, Kunden zu begeistern. Schön. Vielen Dank, Marc, für auch die tolle Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg. Danke. Dir auch. Danke. Ja.